Bei diesem Anblick geht die Sonne auf. Maxima der Niederlande erscheint bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Äthiopiens in einem klassischen Leinenkleid. Klassisch bedeutet hierbei keinesfalls langweilig. Schaut man auf die hellgrünen Farbtupfer, die dem Kleid einen ganz besonderen Pfiff verleihen. Maxima wäre außerdem nicht Maxima, wenn sie nicht auch die passenden Accessoires in ihrem Kleiderschrank hätte. Die knallgrüne Klatsch und die dazu passenden Peep-Toe-Pumps machen den Look einmalig. Doch gerade diese Accessoires sind es auch, die der Frau von Willem Alexander zum Verhängnis werden. Beim Fototermin mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten beweist die 47-Jährige aber, sie weiß genau, was sie will. Denn für die Aufnahme möchte sie ihre Hände frei haben und entledigt sich kurzerhand ihrer Klatsch. Eine herbeieilende Assistentin nimmt sich dieser an. Das Foto kann sich dann auch wirklich sehen lassen. Doch nicht nur die Klatsch ist an diesem Tag etwas unpraktisch, auch die schicken Schuhe machen der Dreifachmama zu schaffen. Beim Besuch eines Cafés muss Maxima nämlich ein paar steile Treppen überwinden. Hat sie die Hürde beim Hineingehen ohne Probleme gemeistert, wird es beim Herabsteigen der Treppe knifflig. Die helfende Hand nimmt die sympathische Blondine da dann gerne an und ist sichtlich erleichtert, als sie diese Hürde gemeistert hat. Schön zu sehen, dass auch eine Königin ganz alltägliche Probleme bewältigen muss.